Sie ticken ja wohl nicht ganz richtig, das lasse ich mir... Oh. Sie, Jean! Wir müssen sofort die Wohnung räumen! Also, warum denn nicht gleich? Sind schmutzig. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Tja. Dann fangen wir doch gleich mal an. Oh, Liebling, beeil dich doch. Der Film fängt doch gleich an. Mäuschen, ich bin doch schon dabei. Und jetzt ist schon der Vorspann. Ja. So. Was ist es? Was spinnst du? Das soll ein Bild sein. Da sehe ich doch alles doppelt. Jetzt mach schnell. Ich kann da auch nichts dazu, dass der Wind unsere Hausantenne vom Dach gepustet hat. Na, wie einfach die Zimmerantenne aus dem... Keller. Na, warum hast du es denn nicht oben richten lassen? Ich habe ihn auch mal vom Fernsehen doch angerufen, aber der kann erst morgen. Ach Mann, wenn du mir das gesagt hättest, dann wärst du Erik angekommen. Ausgerechnet bei dem Film. Ich hab so eine Lust jetzt drauf. Jetzt beeil dich doch mal. Nein, jetzt wo du es gehalten hast. Jetzt war es gerade gut. Moment. Ja. Nein, jetzt ist es, jetzt wo du es gerade hast. Ach, jetzt flimmert wieder alles weg. Jetzt halt es doch mal ruhig. Was? Ich muss höher. Ausgerechnet bei dem Film von Wayne, du weißt nicht, wie ich drauf gedrückt habe. Oh, Mensch, noch mal, jetzt ist die Farbe wieder weg. Na, beeil dich doch mal bitte. So, wenn du, links. So, wie du es gehalten hast. Jetzt flimmert wieder alles durch. Nein, jetzt, geh. So, wenn du stehen bleibst. Nein. Jetzt ist die Farbe, Mensch, noch mal, jetzt mach es doch endlich, die ganze Zeit. Was, jetzt? Ja, wo du warst, jetzt? Na, jetzt flimmert es wieder, Mensch, jetzt guck da, diese Stille, auf die ich mich so gefreut habe, die ganze Zeit schon. Da, jetzt ist es gut, jetzt kannst du es lassen. Warum denn nicht gleich so? Jetzt ein bisschen Lärm, Colorado. Finden Sie nicht, dass Sie ein bisschen viel rauchen? Nein, ich komme mit einer Schachtel pro Tag aus. Ich kann eh nicht viel rauchen während meiner Tätigkeit am Beckenrand. Ach so, Sie sind Bademeister. Nein, Frauenarzt. Nicht übel. Na, aber irgendwas fehlt dann noch. Liebes... Wie heißt dieses französische Zeug, auf das du immer so scharf bist? Alain Delon. Ja, das ist es doch, Baby. Das ist es doch. Du schaffst das. Ja, das ist es nicht. Tu mir einen Gefallen und konzentrier dich. Ich kann es nicht. Ich schaff's einfach nicht. Reiß dich zusammen. Die Nummer muss klappen. Und wenn wir die ganze Nacht dran arbeiten. Und du erst, wenn ich's dir sag. Halt den Schnabel. Ach, 10 Jahre lang habe ich an dieser Nummer gearbeitet. Jetzt lass mich nicht im Stich. Morgen ist der große Tag. Ich sehe schon die Kritiken. Die ganze Stadt wird uns zu Füßen liegen. Heimi, du wirst ein Star und das Tier da auch. Mir geht kein Vorhang hoch, wenn die Show nicht perfekt ist. Also, Heimi, the show must go on. Wir werden schon schaffen, hä? Also, du fängst an und das Tier auf mein Zeichen. Action! Scheiße. Stimmt doch dann nicht. Ja,
Jetzt hab ich's. Das ist genial. Du musst in den Käfig. Wieso bin ich denn da nicht eher drauf gekommen? Du musst in den Käfig. Genau das ist es. Das ist die Lösung. Aber dieser blöde Möwenkäfig, der ist doch viel zu klein. Und außerdem eine Möwendressur. Ich weiß sowieso nicht. Moment mal. Was hast du gesagt? Der Käfig ist zu klein. Nein, Vorkäfig. Möwenkäfig. Möwenkäfig. Oh, Scheiße! Kann man sich denn hier auf niemanden mehr verlassen? Requisite! Ich wollte keinen Möwenkäfig, ich wollte einen Löwenkäfig! Hey, du alte Schabracke, die Bank ist frisch gestrichen. Wie? Grün. Mein liebes Fräulein Westermeier, wenn Sie mir sagen, was das ist, dann dürfen Sie mit mir schlafen. Herr Staatssekretär, das ist eine Apfelsine, oder? Ich glaube, das kann man gelten lassen. Schön bei uns, gell? Und so gemütlich. Ich muss mit dir reden. Kannst du mir einmal in Ruhe zuhören? Ruhe? Ruhe ist das gemeinsame Schweigen. Die Mutter der Wahrheit. Doch zu viel Schweigen macht den Trunk dünn. Apropos Trunk, würdest du mir den Wein reichen? Wer will haben gute Ruhe, der höre, seh und schweigt dazu. Fällt dir denn gar nichts auf? Denk doch mal nach. Nachdenken. Die Zauberei des Geistes. Die Hottentotten allerdings nennen das Nachdenken die Geißel des Lebens. Du erinnerst dich doch sicher, dass ich seit einem Vierteljahr angeblich jeden Mittwoch einen Töpferkurs in der Volkshochschule besuche. Erinnerungen. Erinnerungen sind die Schattenspiele unserer Leidenschaften, unserer Seele. Du musst es erfahren. Ich betrüge dich. Erfahren kommt mit den Jahren. Behauptest du etwa, dass dir das gar nichts ausmacht? Eine kühne Behauptung ist der Hecht im Karpfenteich unserer trägen Gedanken. Versteh mich doch, es ist aus zwischen uns. Unsere Ehe ist kaputt. Ehe der Hahn dreimal kräht. Bist du denn gar nicht eifersüchtig? Eifersucht. Eifersucht ist der Treibsand in der Wüste des Verstandes. Ich verlasse dich. Meine Geduld ist zu Ende. Geduld ist die Kunst zu warten. Nee, ich hasse dich. Hasse was, bisse was. Du treibst mich noch zum Wahnsinn. Wer den Wahn hat, hat die Qualm. Das ist mein Ernst. Auch Ernst braucht Spaß. Ja, Ernst. Ja, ich habe mit meinem Mann geredet. Reden ist Silber, Schweigen ist Grott. Konrad, darf ich mal? Das fühlt sich an wie der Hintern von meiner Frau. Stimmt. Das ist aber erstaunlich. 60 Kilo abgenommen. Herr Wotan, der berühmte Löwen- und Tigerbändiger? Das will ich meinen, junge Frau. Sie glauben ja gar nicht, wie sehr ich mich darüber freue. Ich,
Ich bin ein ganz, ganz, ganz großer Fan von Ihnen. Ich habe alle Ihre Bändigungen gesehen, gerade letzten Sonntag. Sie waren wunderbar. Ja, man tut, was man kann. Und man kann natürlich einiges. Ja, aber diese großen Löwen und Tiger, also ich würde auf der Stelle tot umfallen vor Angst. Angst? Dieses lächerliche Wort. 120 Mal in der Woche stehe ich den Löwen hier gegenüber. Finstere Bestien, die Angst riechen können. Und wenn sie sie riechen, dann werden sie fast wahnsinnig in ihrem Blutrausch und senken ihre Hauer tief in die Eingeweide des Angsthasen, torchieren und zerfleischen ihn. Ja, aber haben Sie denn keine Waffen bei sich? Ich meine Pistolen oder Handgranaten. Waffen? Lachhaft. Die einzige Waffe ist mein Wille. Das Tier muss ich mir unterwerfen. Ich starre es an. Hart. Tyrannisch. Unbarmherzig. Der Löwe schaudert. Eine herrische Geste. Und schon öffnet er seinen reißzahnbewehrten Rachen. Doch. Man langt in das Maul des Löwen. Tief. Noch tiefer, bis zur Schulter. Und dann schnippt man mit den Fingern an den Jaumen der Bestie. Und wenn sie dann nicht zuschnappt, dann ist man Herr über die Kreatur. Oh Gott, wie sind Sie denn bloß zu diesem schrecklichen Beruf gekommen? Ich war 2 Jahre alt. Wir wohnten damals noch in Indien. Da sprang ein junger Löwe zu mir in die Wiege. 5 Stunden später hat man mich gefunden. Nein! Doch. Ich hatte dem Löwen die Kehle durchgebissen und mich an seinem Blut satt getrunken. Was sind Sie doch für ein Mann? Ich hatte auch kein Kindermädchen, sondern einen Raubtiertrainer als Erzieher. Sagen Sie, sind Sie denn niemals von so einem wilden Tier angegriffen worden? 120 Mal in der Woche stehe ich Ihnen gegenüber, diesen gnadenlosen Killern aus Busch und Steppe. Ständig fallen Sie mich an. Wissen Sie, diesen ganzen Quatsch mit Löwenbabys liebevoll aufziehen, den können Sie vergessen. Ich arbeite nur mit Rentnern. Das ist der Fachausdruck für alte Löwen. Undressiert, bösartig und heimtückisch. Blut fließt da jeden Tag. Wenn Sie wüssten, wie ich aussehe. Narbe an Narbe. Verstümmelung an Verstümmelung. Und dann sind denn die Frauen nicht ganz wild nach Ihnen? Ach Gott. Man hat sein Auskommen. Hin und wieder überwältige ich schon eine. Frauen sind der Natur der Großkatze sehr ähnlich. Frauen muss man packen können. Schnell und sicher. Und da haben Sie sicher Ihre Erfahrung. Ja nun, ich will aus meinem Herzen keine Löwenjove machen, aber Sie haben etwas, das den Unhold in mir geweckt hat. Den Berserker der Sinne, den Samson der Begierde. Spüre die 120 Stunden bei den Löwen. Spüre den aufbrechenden Vulkan des gnadenlosen Jägers, des Löwentöters, des Pantherfressers. Wenn uns jemand sieht, haben Sie keine Angst? Angst? Wie kannst du es wagen, dieses Wort in meiner Gegenwart zu benutzen? Ich bin die personifizierte Verneinung der Angst. Tag, Dr. Wüthorn. Hier sind Ihre 120 Unterhosen. Ist leider nicht alles rausgegangen. Herr Pfarrer,
Na, Gudrun, Schule aus? Mhm. Betest du denn auch immer schön vor dem Mittagessen? Nee, ist nicht nötig. Meine Mama kann kochen. Na, Adolf, komm. Ich hab was verloren. Was denn? Den Zweiten Weltkrieg. Fünf Uhr, noch eine Stunde. Mein Gott, Hochwürden. Warum müssen Hinrichtungen eigentlich immer zu so unchristlichen Zeiten? Entschuldigen Sie, Herr Direktor, aber es ist wegen Dexter. Mary Dexter. Mary Dexter, klar. Punkt 6 Uhr, Hinrichtung durch den elektrischen Stuhl. Und? Ich habe Sie soeben vorschriftsmäßig nach Ihrem letzten Willen gefragt. Und? Was will sie? Sie will das Abitur nachmachen. Und dann sagt er zu ihr, Fräulein, wissen Sie was? Besser niederträchtig wie hochschwanger. So, und den. Hör den Ramsch. So, da waren mit 4 Spiel 5, Schneider 6, 1 Jahr 7, Schwarz 8, Kontra 16, Reh 32. Oi, das wird teuer. Nee, du hebst. Aber wisst ihr was? Er hatte eine Betriebszeitung, da war eine Anzeige von Fräulein Hillermeier. Suche Herrn, mit dem ich Dame spielen kann. Annie, was hast du für schöne Zähne? Hier wird die auch in Weiß. Habt ihr einen Hund? Annie, kennst du den? Wie heißt der Dreh mit Vornamen? Weißt du nicht, ne? Kartoffelpü. So. 18, 20, 32, 40, 46. Hör ich was? Das Telefon. Scheiße. Hier hat man seine Ruhe. Wirtz? Ja. Nee, Direktor, das stört überhaupt nicht. Nee. Ja, sicher, klar. Ja, eine halbe Stunde in der Tiefgarage, ja. Der Chef hat das Licht vom Warm brennen lassen. Ich muss ihm Starthilfe geben. Überspielkabel, ich bin gleich zurück. Was ist denn, Lulu? Annie, das ist eine einmalige Gelegenheit. So eine Chance kriegst du nie wieder. Oh. Wieso? Annie, mach es doch. Soll ich? Ja, Annie, mach es. Ich tu's. Eine Fickflöte. Herr Ömschlegel! Ist es soweit? Ist es ein Junge? Ach, so schnell geht das doch nicht, Herr Ömschlegel. Nur bringen Sie mir mal einen Schraubenzieher. Schraubenzieher, habe ich gesagt. Nun machen Sie schon. Danke. Herr Ölschlägel, ich werde eine Flachzange. Aber. Kein Aber, nun bringen Sie mir mal die Flachzange, aber schnell.
Sollen wir nicht lieber besser doch einen Arzt rufen? Schlegel, nun stellen Sie sich mal nicht so an. Bringen Sie mir mal das her. Einbrecher, ist es sofort! Ja, was in aller Welt machen Sie denn mit meiner Frau? Ein Brecheisen, aber schnell! Gottes Willen, Sie bringen sie um! Ach, Quatsch, ich krieg nur mein Köfferchen nicht auf. Sehr geehrter Herr Fernsehdirektor, hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich die Schmach, die Sie mir anlässlich meiner letzten Sendung Kultur rund um die Uhr angetan haben, nicht willens bin zu ertragen. Ich scheide deshalb aus dem Leben. Mit vorzüglicher Hochachtung, Ihr Dr. Adolf Hauff. Können Sie nicht aufpassen? Deiner Muli, Max. Machen wir jetzt Fress. Hm? Soll dein liebes Frauliches Such machen? Wo ist denn unser Fress, mein kleiner Prinz? Wo ist denn unser Fress? Ja, jetzt kriegst du dein Filetchen, mein kleiner verwöhnter Prinz. Wer mag denn das sein? Gnädige Frau. Ja, bitte, Frederik. Darf ich stören? Guten Tag, da sind wir. Seien Sie vorsichtig. Was ist? Entschuldigung. Gott, passen Sie doch auf! Henne. Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Hubert Henne, wir haben heute 19. Sie sind der Teppichverleger, nicht wahr? Ach, Sie sind aber pünktlich. Na, mein kleiner Muli Max, dann machst du jetzt schön Fresserchen. Mach du schön Fresserchen, Muli Max. Hubert Henne legt seine Eier immer pünktlich und präzise. Kleiner Scherz von mir. Wo wollen wir uns denn hinlegen, der Frau? Also, ich muss doch bitten. Ich meine doch teppichtechnisch gesehen. Ich habe das ganze Schlafzimmer extra für Sie ausräumen lassen. Wenn Sie... Au! Jetzt passen Sie doch auf, Mann! Entschuldigung, die Frau. Kommen Sie bitte. Hier. Wenn Sie irgendetwas brauchen, lassen Sie es mich bitte wissen, ja? Gut, ja, Frau. Das ist alles schön glatt. Das gefällt mir gut. Möchte man einen Zigaretten? Nee. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich meine Zigaretten eingegraben. Ich soll alles wieder aufgerissen haben, bis es Mittag. Was mach ich denn da? Wozu hat Hubert Henne seinen Hammer? Kein Mensch. Herr Hahn, Sie haben Ihre Zigaretten im Salon verloren. Sagen Sie, haben Sie vielleicht mal einen kleinen Hund gesehen? Erich, bleib sauber. Auf Wiedersehen, Herbert. Herr Minister, nach Ihrem Blitzbesuch in die Vereinigten Staaten kam es allerorts zu den verschiedensten Spekulationen. Welche Ergebnisse bringen Sie uns nun mit von Washington hier an den Rhein? Frau Vogel Messerschmidt, alles zusammenzufassen ist wahrscheinlich zu viel für Ihre Sendezeit, aber lassen Sie mich das kurz sagen, was mich am meisten beeindruckt hat. Das war gefüllte Truthahn. Wie bitte?
ein köstlicher, gefüllter Truthahn mit Preiselbeeren. Nun, ich bin sicher, dass das Diner delikat war. Und delikat aber ist gar kein Ausdruck. Sie hätte mal den Spargel mit der französischen Buttersauce probieren sollen. Ja, mag sein. Doch nun zurück zu Ihren politischen Fragen. Sie haben natürlich den amerikanischen Kollegen getroffen. Ja, ein sehr feiner Mensch mit ausgezeichneten Tischmanieren. Nach dem Essen haben wir mit einem Gläschen Champagner auf unser Treffen und dessen Erfolg angestoßen. Und dabei kam es sicherlich zu dem einen oder anderen Diskussionspunkt. Nein, das war leider nicht möglich, weil wir direkt danach die Einladung zu einem Nachtessen hatten. Es gab etwas Roquefort. Inklusive sorgfältiger Erörterung von strittigen Fragen. Das ist doch Unsinn, Frau Vogel Messerschmidt. Und das möchte ich mal in aller Öffentlichkeit betonen. Mir ist schon als Kind beigebracht worden, nicht mit vollem Mund zu sprechen. Ja. Ja, nein. Ja, und danach? Danach haben wir uns ins Bett begeben, bis zum gemeinsamen Frühstück, was meine amerikanische Freunde Brunch nennen. Die letzte Möglichkeit, Meinungen auszutauschen? Leider nein, weil der amerikanische Kollege etwas indisponiert war mit seinen Damen. Das Vanilleeis mit Rum, wollen Sie etwa damit behaupten, dass es zu keinerlei Aussprache kam? Ja, das ist der einzige Punkt, über den ich leider auch nicht ganz zufrieden bin. Aber der amerikanische Kollege hat schon seine Zustimmung gegeben für einen Gegenbesuch hier bei uns in Deutschland. Und was steht auf dem Programm? Norwegische Lachssuppe, Sauerbraten, auch unsere Schokolade habe ich vergessen, Frau Hunde-Mieter-Schmidt. Liebe Zuschauer, geht nicht. Liebe Zuschauer, das war's wieder mal. Ja. Tschüss dann, bis zum nächsten SketchUp. Unser Dorf soll schöner werden. Hä?